Akademie. Und ganz hinter ihm, da stehen die treuen Fans, die Ultras im Fanblock. Da war er früher mittendrin, der Christian Martinha. So, Spiel ist frei. Die Mainzer in den roten Trikots von links nach rechts. So, Spiel ist frei. Die Mainzer in den roten Trikots von links nach rechts mit Ballbesitz. Kunde. Im Spiel gegen Hertha BSC. Das heißt, ein sehr zentrumslastiges Spiel der Rheinhessen mit Boetius auf der 10. Zwei klar erkennbaren Stürmern mit Quaison und Mateta und hoch einrückenden Flügelspielern wie Prosinski. Andler, Rückkehrer ins Mainzer Tor seit dem vergangenen Wochenende in Stuttgart. Robin Zentner hat ihn in dessen Verletzungsphase gut und ordentlich vertreten. In der Bundesliga. Kunde, Schussposition. Und zum Zweiten. Pierre Kunde Malong. Nationalspieler des Kamerun. Visicang gegen Chabama. Haben mal zentral gefordert bei Mainz 05. Bell. 10 Bundesliga-Tore. Mehr als die komplette Nürnberger Mannschaft zusammen, die jetzt auf der Wiese steht. Auch das ein Fakt mit Aussagekraft. So, Prosinski zurück, Bell zurück. Pressschlag abgeatmet. Ganz rund wird es geben mit zunehmender Spieldauer, aber das war eine Szene mit Seltenheitswert. Jetzt tun Ali Prosinski. Verlust Pereira. Öztun Ali für Boetius. Weißer. Prosinski. Guter Ball für Boetius. Mateta. Ja, gut verteidigt von den Nürnbergern über Zalgi. Ja, nächste Mainzer Flanke mit mangelndem Timing. Hinter sich die Herren Martinha und Prosinski. 1-0 Mainz. Ja, eigentlich der Mann, der es richten muss. Als Sechser vor der Abwehr, als Achter im Zentrum und im Zweifelsfall auch. Öztun Ali. Da ist jetzt die dritte Flanke ohne Adressat in den Nürnberger Strafraum.
Schussversuch, Mateus Pereira. Und noch einmal. Nächster Prosinski-Standard. Kopfballhoheit bei Marc Reitzer und Everton. Bell hat Srelak im Griff. Jabama. Kunde. Ja, diese zwei Kanten in der Mainzer gegen einen Gegner mit diskreten offensiven Momenten bisher. Bendis mit Srelak. Aber viel Raum im Strafraum. Also Lücken sind durchaus immer mal wieder da. Wie gilt es jetzt aus Sicht des ersten FC Nürnberg spielerisch zu öffnen? Brosinski, gute Balleroberung. Öztunali. Ja, probiert es mal mit der flachen Variante, auch die nicht zielführend. Mateta holt das Ding zurück. Boetius. Ja, der Kombinationsfluss der Mainzer in der Box. Ist er irgendwie dann unterbrochen. Defensiv, vor allem in der Zentrale im Mittelfeld, machen sie vieles richtig. Da haben sie das komplette Übergewicht. Da machen die Kundes und die Chabamas das zentrale Mittelfeld zur Mainzer Schäfers. Pereira, was macht Quaison drauf? Mal Tempo aufnehmen. Boetius, Kunde. Ja, La Lupfer in der Abseitsposition zu Mateta. Ihr Top-Torjäger kriegen sie bis dato überhaupt noch nicht in die Show. Kann man nicht verhindern. Und wieder Leibold. Ja, eine unsaubere Ballannahme und gegen die starken Mainzer Zweikämpfer ist das Ding verloren. Hier für Pereira. Isican, Abschlussposition. Mardinha. Ja, und die nächste Gelegenheit, Boetius. Vorteil für Chabamin. Was er hat. Das ist ein Mentalitätsspieler. Pereira. Oh, die erste Bewährungsprobe. Und keine einfache für Florian Müller. Pereira bewegt sich gut. Zweites Saisontor für Georg Markreiter. Und irgendwie bezeichnend, beide Tore aus der Ruheposition. Per Elfmeter bzw. nach einer Ecke. Ja, also ein Selbstläufer für die Mainzer wird es dann doch nicht. Und der Club entwickelt Mentalität, Stärke und Mut. Geht da noch was vor der Pause? Hack gewinnt auch den Zweikampf. 100% Passquote Alexander Hack im ersten Durchgang. Mateta. Die letzten Minuten waren stimulierend für die geschundene Clubseele
für die angespannte Gemütslage beim Rekordabsteiger der Bundesliga. Quaison, da kommt nicht so richtig rein ins Spiel der Schwede. Schauen wir mal mit dem Ballverlust. Behrens, ja, wieder Missverständnis von Srelak, der sich in die andere Richtung bewegt hat. Nach Torbeteiligung im laufenden Wettbewerb, inklusive des verwandelten Elfmeters heute. Behrens holt sich so langsam seine Chefrolle zurück. FC Nürnberg bestritten. Folgerichtig der Wechsel für Öztunali, der einfach heute in der Abteilung glücklos unterwegs war. Maxim kann direkt zu Öztunali als heute. Maxim. Boetius. Kosinski kommt mit. Maxim. 1:05. Stunde gespielt. Ähnlich wie im ersten halten sich die Nürnberger defensiv, schadlos, offensiv, diskret zurück. Ausgemacht. So, müssen die Nürnberger das 1:2 nachholen. Srelak und Pereira zumindest wild entschlossen. Eltern stammen aus Sibirien. Ja, passt fast zu den klimatischen Bedingungen hier heute. Nicht so kalt wie in Sibirien, aber so ungemütlich. Aaron. Hack. Kunde. Ja, mal ein guter langer Ball. Quaison, wenn er ihn angenommen bekommt, ist so. Gegen Behrens, Quaison. Und Flugphase. Und jetzt in der Lage, eine Niakate aus der Stamminnenverteidigung zu verdrängen. Löwen für Misicjan. Und wieder Hack im Geschehen. Wer der nächste Angreifer, der ins Spiel kommen will. Die Nürnberger pressen jetzt ein bisschen früher, ein bisschen dazu gefährden. Starke Balleroberung, Kunde. Gegen Leibold. Jetzt könnte es mal schneller gehen. Ja, Kunde braucht zu lang. Der Pass war gut auf Brosinski. Brosinski, Quaison, Tor! Petrak braucht zu lang. Wieder Kunde. Ja, sie setzen nach. Boetius. Quaison. Starke Ballerung, Löwen, Nürnberg, das können die Franken heute mitnehmen. Jederzeit in der Lage, in diesem Spiel ein Tor zu erzielen. Und dafür haben sie noch 13 reguläre Minuten plus Nachspielzeit Gelegenheit. Der die erste Hälfte hört. Denny Latza, seine Frau hat heute Geburtstag. Er wird bald Vater, also
beste Nachrichten im Hause Lazza. Tini. Ja, Ball bleibt noch heiß. Relak und Kunde räumt da so viel weg. Nur eins der letzten 9 Spiele mit Mainz konnten die Nürnberger gewinnen. 2013, damals Doppelpack Per Nilsson. Hilft denen jetzt in Spielminute 81 auch nicht weiter. Martinha als Spielmacher. Leibold. Und Kunde ist eine Zweikampfklette im besten Sinne des Wortes. Ja, wenn du den einmal umspielst, steht er schon wieder vor dir. Und es bleibt eine emotionale Hochdruckphase. Und das natürlich auch in puncto Absicherung Heimsieg. Aber der Klub erzielte 7 seiner 16 Saisontore in der Schlussviertelstunde. Also da geht was bis kurz vor Torschluss für den Schaubermeer. Tun sich natürlich jetzt Räume auf. Boetius besetzt jetzt so ein bisschen die zweite Sturmposition. Und Alexandru Maxim geht auf die 10, also ihm geht auf die 10, also den zweiten Stürmer, die Raute getreu weiter abbilden. Da bleiben sich die Mainzer schon treu, auch wenn Boetius gelernter Mittelfeldspieler ist. Und hier ist er im Zentrum, wieder Chance, Boetius. Ja, an dem kommst du mit der Kugel kaum vorbei. Boetius arbeitet gut nach hinten. Und zur Not muss es bei Koundé auch einfach mal der Schlag nach vorne sein. Mit Sebastian Karg kommt noch ein Kreativer, ein Gestalter. Zinski, Kopfballchance, Bell. Mainzer Kapitän lauerte, schnupperte an seinem 11. Bundesligator. Nächste Woche in Augsburg ist er gesperrt nach der 5. Gelben heute. Kerk. Ja, fast eine Startelf-Bewerbung, wie der Rumäne und ehemalige Stuttgarter dahin legt. Auch bei Rückstand